Ja, servus Leute, herzlich willkommen bei diesem neuen Video. Ich bin heute im Eisenbunker, drehe heute hier ein neues Video für euch. Also ich zeige euch einfach mal, wie sich der Eisenbunker in den letzten Monaten verändert hat. Ihr könnt euch mein allererstes Video anschauen, das ging auch um den Eisenbunker. Das war damals im Januar, wie er da ausgeschaut hat, habe ich da eben ein Video gemacht. Und jetzt mache ich einfach so ein kleines Update, weil es hat sich doch ziemlich viel getan, und damit ihr einfach mal seht, wie es jetzt aktuell ausschaut und was darin so aktuell passiert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und bis gleich. So, das sehen wir hier gleich mal den Eingang hier. Aus Eisen haben wir uns das raus machen lassen. Ziemlich geil. Und dann schauen wir mal rein. So, hier haben wir noch so ein geöffnetes Schild rein, hier mit Kettlebell, damit man auch weiß, worum es geht. Wenn ich drin bin oder wenn mein Dad drin ist, dann ist das an. Also da könnt ihr jederzeit vorbeischauen. So, hier haben wir einen Boden reingelegt. Hier Büro, da drüben sind die Umkleiden. So, und hier geht's jetzt los. Ja, also wir haben hier am Boden haben wir so Fallschutzmatten haben wir ausgebreitet, eigentlich hier im kompletten ersten Raum. Einfach dafür, dass wenn das Gewicht am Boden kracht, damit der Beton einfach nicht kaputt geht, falls man es doch nicht mehr halten kann. Und ja, lässt sich stabilisieren ein bisschen, lässt sich ein bisschen schöner drauf laufen als auf dem kalten Betonboden. Man kann sich auch mal am Boden ein paar Übungen machen. Und das geht ja ganz wunderbar. Ja, hier Kurzhanteln, SZ, Stangen. Dann haben wir hier unser Power Rack hinten mit Seilzug. Dann haben wir hier so einen Sprungkasten, kann man mit drei verschiedenen Höhen kann man da arbeiten. Da haben wir die erste olympische und da ist dann noch unsere zweite olympische Stange. Ja, hier noch Kettlebells ordentlich. Dann ist hier noch eine Handelbank. Hier unser Schmuckstück, die Anlage, ziemlich nice. Dann gehen wir mal in den zweiten Raum. Rocky Balboa Poster muss sein. Dann haben wir hier so Powerballs, oder Smashballs heißen die, glaube ich. Kann man auch ziemlich viel damit machen. So, dann haben wir hier die Heizung. Müssen wir jetzt dann zum Glück nicht mehr anschmeißen, weil im Winter einfach schön, wenn es ein bisschen warm ist zumindest. Dann haben wir hier den Boxsack aufgehängt. Hier dieses Terra X System, glaube ich, heißt es. Haben wir hier noch einmal und da ist unsere Boxbirne. Ja, dann gehen wir weiter hier zu unserem Kunstrasen. Auch richtig geil. Das seht ihr ja, das geht da schon ein bisschen hinter. Haben wir hier unser nächstes Schmuckstück, unseren Schiebeschlitten. Kann man da schön von links nach rechts bewegen. Macht richtig Spaß. Dann haben wir am Schiebeschlitten haben wir unsere Powerseile aufgehangen. Auch richtig geile, kann man richtig schön damit arbeiten, kann man geile Übungen damit machen. Und ja, da haben wir nochmal Bruce Lee. Einfach so Motivationsfahne. Jawohl. Dann haben wir da hinten noch eine Kiste stehen und hier auch noch mal. Da haben wir noch ein paar Smashballs. Ja, und da ein paar Handschuhe mit für den Boxsack eben und dann noch hier eine Koordinationsleiter für die Koordination. Wer hätte das gedacht? Ja, eigentlich haben wir noch einen Bulldoggreifen, den großen, den haben wir jetzt leider nicht da. Dafür, für den Bulldoggreifen, hätten wir hier noch den Hammer. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon. Ich kann euch nur empfehlen, mal vorbeizuschauen. Die Kurszeiten stelle ich euch alle in die Videobeschreibung. Wir haben eine Website, da stehen die alle da. Kurse sind viermal in der Woche eben und komplett anfängerfreundlich gestaltet, aber auch für Fortgeschrittene auf alle Fälle eine Herausforderung. Die kann sich jeder gerne mal anschauen, wenn er will.
kann einfach mal vorbeikommen, gratis Probetraining, würde uns echt freuen. Also wenn ihr Bock habt, kommt vorbei. Mein Dad leitet die Kurse, also ihr werdet da auch ein bisschen betreut, sage ich jetzt mal. Also ihr kriegt da auch Unterstützung bei den Übungen und was dann eben so anfällt. Ich bin auch ab und zu mal dabei bei die Kurse. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Wenn ihr vorbeischauen wollt, schaut vorbei. Würde uns echt freuen. Bis dahin, ciao.